Mittlere Schussental bei Ravensburg. Hier wird er gebaut, der Landschaftspark Bodensee-Oberschwaben. Auf Wegweisern ist er jetzt schon ausgewiesen, doch die Bauarbeiten haben gerade erst begonnen. In der Planung des Regierungspräsidiums wird klar, welche zentrale Rolle der Landschaftspark im mittleren Schussental übernimmt. Die Autobahn A89, die Ulm durchgehend vierspurig mit Friedrichshafen verbinden wird, wird eigens um den Landschaftspark herumgeführt. Die A89 ist seit über 30 Jahren in Planung. 1976 wurde der erste Abschnitt gebaut, doch nun rollen bei Ravensburg tatsächlich die Bagger. Die Region findet damit nach langer Zeit Anschluss an das Fernverkehrsnetz. Ebenfalls sollen auf der Bahnstrecke Ulm-Friedrichshafen-Lindau-München ab 2010 ICEs verkehren. Derzeit wird die Schussen zwischen Oberzell und Mariathal neu verlegt. Das neue Flussbett wird als Naherholungsgebiet den Kern des entstehenden Landschaftsparks Bodensee-Oberschwaben bilden. Rad- und Wanderwege, Spielplätze, ein botanischer Garten, Gaststätten und Cafés werden hier in den nächsten Monaten entstehen. Eine Region blüht auf. Doch bis es soweit ist, werden noch einige Monate vergehen. Anders als die Parkbänke ist die Beschilderung jedenfalls schon da.